kannst du nochmal fragen, wenn wir hier auch noch Schiffe haben. Ich bin cooler als geht. Bitte? Ich bin cooler als geht. So, liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen anlässlich des Oberliga-Punktspiels zwischen dem VfL Pinneberg und unseren Gästen vom Meilendorfer SV. Ein ganz besonderer Gruß der Presse, eine ganze Menge heute, ich glaube, deswegen haben wir auch so viel Kuchen hier da für euch. Aber auch den Gästen von Meilendorf, die vielleicht hier an dieser Konferenz teilnehmen. Ja, wir haben die Spitze zurückerobert, nachdem sie gestern weg war. Das ist gar nicht schlecht. 2-0 gewonnen. Betrüblich nach wie vor in diesen Bereichen des Amateurfußballs das Interesse der Zuschauer. Das ist also wirklich beschämend. Wenn ich bedenke, ich komme gerade von St. Pauli, also ich war vorher, habe mir das Spiel angeguckt. Da sind 23.000, die jubeln und freuen sich. Hochbezahlte Leute alles. Und hier sind Amateure, die wirklich auch keinen schlechten Fußball spielen, die mit Herz auch bei der Sache sind. Und da kommen hier knapp 100, etwas über 100 zahlende Zuschauer, vielleicht 150 mit den Freikarten und so weiter auf dem Platz. Als Spitzenreiter für eine Kreisstadt ist das eigentlich zu wenig. Das sind unsere Sorgen, nicht die Sorgen von Meilendorf SV. Ihr habt andere Sorgen nach dem 0-2, ich möchte dich bitten. Vielleicht ein kurzes Statement zum Spiel. Also nach so einer Niederlage haben wir keine Sorgen. Also wenn wir ein Spiel verlieren, habe ich keine Sorgen, wenn meine Kinder krank sind, habe ich Sorgen. Wir sind Gott sei Dank gesund. Wir haben das Spiel heute hier verloren, entschieden wurde es nämlich in der letzten Woche, sodass wir hier nicht mit einer gleichwertigen Mannschaft auftreten konnten. Wir sind hier heute ohne 7 gekommen. Dafür hat meine Mannschaft das ganz ordentlich gemacht. Gegen eine einzelne Führung kann das sicherlich anders ausgehen, dass uns da hinten raus ein bisschen die Luft fehlt und die Alternativen mit 2 Verletzten auf der Bank und einem Torwart, der den Finger angebrochen hat, der aber herausragend wieder gehalten hat in ein, zwei Situationen, gut ab dafür. Daher haben wir es ganz ordentlich gemacht und das über lange Zeit offen gestaltet und von daher kann ich meiner Mannschaft diesbezüglich keinen Vorwurf machen. Okay. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Wer hat sich die Ferne gebrochen? Tobi oder? Ja, die Kapsel ist gerissen und ist angebrochen. Aber bei ihm macht das nichts, ne? Was für ein Weg? Hätte es nicht gesagt, hätten wir es gewusst, ne? Nee. Kann der weitere Fragen? Doch, einer noch. Ja? Matthias, gibt es schon Neuigkeiten bezüglich deiner Zukunft? Da habt ihr euch ja angenähert, offenbar, was ich so gehört habe. Ja, ich fahre morgen zum Zebit nach Hannover. Muss ich die Nähe des Zukunfts kommen. Alles. Wir sind auf einem guten Weg. Wie immer in Meilendorf, ne? Bitte? Wie immer in Meilendorf, ne? Ja, wir entwickeln uns immer weiter. Passt. Sonst noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich schaue schon in den Hufen. Entschuldigung. Ja. Findet ihr jemand ein älteres Modell Audi A6 mit Siegelberger Kennzeichen? Weil ich müsste nämlich jetzt gleich los. Oh, du willst das Auto haben, oder? meiner ist schicker, aber ich komme noch nicht drauf. Ach, das ist alles Spieler, sagt ihr uns? Also unsere Spieler kommen aus dem Kasten, wenn ich ja sehe. A6. A6 hätte ich schon mal gar keine. Ich fahre mit der U6 vor. Der ist ja schon weg, wenn das zu schade ist. Also, der ist schon zu weg. Sonst keine Fragen mehr. Bist du so schwarz, du bist dran jetzt. Ja, Roland, ich wollte jetzt wissen, wie hat denn unsere erste Folge gespielt? Ich habe nur gesagt, 1-1 hatte ich hier schon fast erwartet nach dem 1-0, dass es auch 1-1 wird, okay. Aber ihr seid ja clever. Wieder nicht verloren, stark. Ja, als erstes, bevor ich zum Spiel komme, möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken. Wir sind Tabellenführer, du hast gerade erzählt, in der Kreisstadt Pinneberg. Wir sind von vielen immer tituliert das Aushängeschild dieses Vereines. Die Stadt liebt uns abgrundtief, das sieht man daran, welche Anlage sie zu uns zur Verfügung steht. Der Platz war Thomas Fasen, war letzte Woche krank, hat persönlich darum gebeten, dass hier nochmal jemand mit dem Träger über den Platz fährt, was nicht so schwer sein kann. Also das kann auch Willi Kellerer machen oder ich mache das oder ich bin die Walzen und Willi fährt, das ist auch egal. Aber das kann nicht so schwer sein und dann kriegst du dir so einen Platz vorgesetzt. Ich sage recht herzlichen Dank für diese Frechheit, das muss ich einfach mal loswerden, das dürfte ich auch gerne so schreiben. Das ist unfassbar. Ich habe gehört, Meilendorf ist es nicht großartig anders, aber das geht nicht. Habe ich kein Verständnis für, überhaupt kein Verständnis. Tut mir leid. Zum Spiel bedanken muss ich mich auch bei Fabian Fackler,
der nämlich in der 15. Minute hier eine riesen Chance hatte, halblinke Seite. Bis dato waren wir irgendwie überhaupt nicht da, nicht griffig, und wenn da das 1:0 fällt für Mainlauf. Ich habe vorgewarnt, wie unangenehm sie sind, trotz ihrer zahlreichen Ausfälle, das hat das Spiel auch bestätigt. Ja, und dann haben wir glücklicherweise das 1:0 gemacht vom Phantom, der dann die letzte Woche irgendwie da steht und den Ball in die Linie drückt. Zweites Spiel, zweite Tor, nachher zweites Spiel, dritte Tor. Ist schon phänomenal, was mit dem Jungen in den letzten Wochen passiert ist. Freut mich ganz persönlich auch für ihn. Ich glaube, am Ende haben wir es auch verdient gewonnen. Wir hatten dann noch Riesenchancen, die wir nicht genutzt haben, haben dann relativ wenig zugelassen. Das war ein Spiel der Kategorie, was nicht in die Annalen eingehen wird, weil es irgendwie besonders schön war, sondern das war einfach ein dreckiger Arbeitssieg auf einem wunderbaren Platz. Und das ist das, was man aber auch mal braucht, um dann solche Spiele zu gewinnen, am Ende oben zu bleiben. Ich habe es Helge Schulz gestern bei Wiki hinterher natürlich gratuliert. Meinem ehemaligen Kapitän hat ihm auch gleich gesagt, er soll es genießen, es ist nur eine Nacht. Er freut sich schon auf den großen Showdown in einigen Wochen bei Wiki. Wir gucken Woche für Woche, wir genießen einfach weiter. Wir haben auch heute gesehen, dass es noch ganz viele Dinge gibt, die man verbessern kann. Und das betrifft nicht nur Rasensaat und Trecker. Vielen Dank. Ja, danke schön. Gibt es Fragen von der Presse oder hier von den Zuschauern? Ich habe ein paar Worte mehr, sage ich mal, zum Thema Tabellenführer und zur Entwicklung von Tim. Tabellenführer, ja, ganz ehrlich, ich sage das seit Wochen. Wir genießen es einfach. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es in der Oberliga einige Mannschaften gibt, die von der fußballerischen Qualität, von den Namen, die sie vielleicht im Kader haben, stärker sein müssen als wir. Das scheinen sie warum auch immer nicht zu sein. Es gibt Vereine, die haben mehrere hundert Zuschauer im Schnitt als Unterstützung jede Woche und spielen irgendwo im Niemandsland mit. Wir spielen oben, es gibt Mannschaften, die geben im Monat so viel aus wie wir im ganzen Jahr und die spielen trotzdem hinter uns. Es gibt Mannschaften mit ehemaligen Fußballprofis und die spielen trotzdem hinter uns. Warum auch immer, wir hinterfragen es nach wie vor nicht, wir wollen es doch gar nicht wissen. Entscheidend ist einfach, ich sage es nochmal, wer im Winter Tabellenzweiter ist und wer nach jetzigem Standpunkt Tabellenführer ist, der wird am Ende oder wird jetzt nicht freiwillig sagen, unser Ziel ist es, Tabellenachter zu werden. Also diese Hühnerkacke mit Augsburg, wir haben 40 Punkte und vorher reden wir über nichts anderes. Wir haben ganz klar gesagt, zur Winterpause schon, wenn man so weit oben dran ist, dann möchte man noch versuchen, nach der Schale zu greifen. Das wäre fatal, wenn man dann anfängt zu sagen, ich spiele jetzt hier ein halbes Jahr und gehe jetzt hier nächstes in die Sauna, Mittwoch zum Ska spielen und Donnerstag besorge ich mir Pizza. Trainiert wird nicht mehr und wir schaukeln das runter, so ist es nicht. Die Truppe ist heiß wie Frittenfett, wir müssen Leute aus dem Kader streichen. In der Hinserie waren wir froh, wenn wir 12, 13, 14 Leute zusammen hatten. Das ist eine tolle Entwicklung, auch mit den Neuzugängen, die wir geholt haben. Tim Jeske ist für uns ein Neuzugang, das muss man ganz klar mal so sagen im Winter. Und ich habe immer zu ihm gesagt, du sagst mir Bescheid, wenn du bereit bist. Alles andere lege ich vertrauensvoll in deine Hände. Und irgendwann hat er mal angeklopft und hat gesagt, Trainer, weißt du noch, was du gesagt hast? Jetzt wäre der Moment. Und nicht nur die Tore, sondern auch die Art, wie er Fußball spielt, bereichert uns, wenn man mal davon ausgeht, dass er noch besser wird. Natürlich bleibt er erstmal gesund, wie alle anderen auch, aber dass er noch besser wird, weil er fitter wird, weil er in Rhythmus reinkommt. Dann habe ich immer gesagt, werden wir sehr viel Spaß an ihm haben. Und ich glaube, das zeigt er auch jetzt die zweite Woche hintereinander. Ist richtig, dass es im Verein Leute gab, ja, ist richtig. Und ich die nicht unbedingt gesagt, haben wollten, als ich verletzte? Ja, für mich war entscheidend, dass ich wusste, ich muss ein halbes Jahr auf ihn verzichten. Und wenn er dann, ich habe immer für mich gesagt, wenn er dann nur einigermaßen zu der Stärke zurückkehrt, die er vorher gehabt hat, in den Verein vorher, wo er gespielt hat, auch explizit zum Schluss im Haus, wo ich ihn ja gesehen habe, auch nochmal geholt habe, dann ist es für uns eine absolute Verstärkung. Er ist im Moment, wie er sagt, irgendwo zwischen 70 und 80%. Das ist mir völlig egal, weil ein Tim Jeske in gesunder, fitter Form einfach für jeden Oberligisten eine Verstärkung ist. Und der Junge fühlt sich einfach pudelwohl und zahlt das Vertrauen, was man ihm gegeben hat, seitens des Trainers auch zurück. Ja. Also gut, dass du dich durchgesetzt hast. Ich bin für Sport hier zuständig. Ja. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall.
dann möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Geht ja gleich weiter mit Fußball wahrscheinlich zu Hause, wenn die Frau das erlaubt. Und unseren Gästen wünsche ich zunächst einmal eine gute Heimfahrt, dass der A6 da jetzt aus Segeberg verschwunden ist, dass Sie gut nach Hause kommen. Und vor allen Dingen für den weiteren Verlauf der Serie alles Gute und dass Ihre verletzten, angeschlagenen Spieler schnellstmöglich wieder gesund werden. Vielen Dank, Liebe. Ja.